Приправь овощи. Würze das Gemüse. Würze das Gemüse. Приправь овощи итальянскими травами. Würze das Gemüse mit italienischen Kräutern. Würze das Gemüse mit italienischen Kräutern. Приправь овощи итальянскими травами, солью и перцем. Würze das Gemüse mit italienischen Kräutern, Salz und Pfeffer. Ты должен приправить овощи итальянскими травами, солью и перцем. Du musst das Gemüse mit italienischen Kräutern, Salz und Pfeffer würzen. Взбей одно яйцо. Schlage ein Ei auf. Schlage ein Ei auf. Взбей одно яйцо в миске. Schlage ein Ei in einer Schüssel auf. Schlage ein Ei in einer Schüssel auf. Взбей одно яйцо в миске и добавь сахар, чернику и молоко. Schlage ein Ei in einer Schüssel auf und füge Zucker, Heidelbeeren und Milch hinzu. Ты должен взбить одно яйцо в миске и добавить сахар, чернику и молоко. Du musst ein Ei in einer Schüssel aufschlagen und Zucker, Heidelbeeren und Milch hinzufügen. Обжарь слегка грибы. Brate Pilze an. Brate Pilze an. Обжарь слегка грибы, кабачки и помидоры. Brate Pilze, Zucchini und Tomaten an. Brate Pilze, Zucchini und Tomaten an. Обжарь слегка грибы, кабачки и помидоры в масле. Brate Pilze, Zucchini und Tomaten in Öl an. Ты должен слегка обжарить в масле грибы, кабачки и помидоры. Du musst Pilze, Zucchini und Tomaten in Öl anbraten. Нарежь зеленый перец. Schneide grüne Paprika. Schneide grüne Paprika. Нарежь зеленый перец острым ножом. Schneide grüne Paprika mit einem scharfen Messer. Schneide grüne Paprika mit einem scharfen Messer. Нарежь зеленый перец острым ножом на тонкие ломтики. Schneide grüne Paprika mit einem scharfen Messer in dünne Scheiben. Ты должен нарезать зеленый перец острым ножом на тонкие ломтики. Du musst grüne Paprika mit einem scharfen Messer in dünne Scheiben schneiden. Вынь креветки. Nimm die Garnelen. Nimm die Garnelen. Вынь креветки из горячей воды. Nimm die Garnelen aus dem heißen Wasser. Nimm die Garnelen aus dem heißen Wasser. Вынь креветки из горячей воды, когда они будут красными. Nimm die Garnelen aus dem heißen Wasser, wenn sie rot sind. Wenn die Garnelen rot sind, nimm sie aus dem heißen Wasser. Вылей горячий шоколад. Gieße die heiße Schokolade. Gieße die heiße Schokolade. Вылей горячий шоколад на оладьи. Gieße die heiße Schokolade auf die Pfannkuchen. Gieße die heiße Schokolade auf die Pfannkuchen. Вылей горячий шоколад на оладьи и укрась их ягодами. Gieße die heiße Schokolade auf die Pfannkuchen und dekoriere sie mit Beeren. Ты должна вылить горячий шоколад на оладьи и украсить их ягодами. Du musst die heiße Schokolade auf die Pfannkuchen gießen und sie mit Beeren dekorieren. Нарежь круассан на две части.
Schneide das Croissant in zwei Teile. Schneide das Croissant in zwei Teile. Нарежь круассан на две части, положи три дольки апельсина между ними. Schneide das Croissant in zwei Teile, lege drei Orangenscheiben dazwischen. Schneide das Croissant in zwei Teile, lege drei Orangenscheiben dazwischen. Нарежь круассан на две части, положи три дольки апельсина между ними и полей медом. Schneide das Croissant in zwei Teile, lege drei Orangenscheiben dazwischen und bestreiche es mit Honig. Ты должен нарезать круассан на две части, положить три дольки апельсина между ними и полить медом. Du musst das Croissant in zwei Teile schneiden, drei Orangenscheiben dazwischen legen und es mit Honig bestreichen. Smash Tort. Bestreiche die Torte. Bestreiche die Torte. Smash Tort равномерно. Bestreiche die Torte gleichmäßig. Bestreiche die Torte gleichmäßig. Смажь торт кремом равномерно. Bestreiche die Torte gleichmäßig mit der Creme. Ты должна смазать торт кремом равномерно. Du musst die Torte gleichmäßig mit der Creme bestreichen. Украсть торт. Dekoriere die Torte. Dekoriere die Torte. Украсть торт кремовыми розочками. Dekoriere die Torte mit Sahnehäubchen. Dekoriere die Torte mit Sahnehäubchen. Украсть торт кремовыми розочками и вишней. Dekoriere die Torte mit Sahnehäubchen und Kirschen. Ты должен украсить торт кремовыми розочками и вишней. Du musst die Torte mit Sahnehäubchen und Kirschen dekorieren. Выпекай кексы. Backe die Muffins. Backe die Muffins. Выпекай кексы в духовке. Backe die Muffins im Backofen. Backe die Muffins im Backofen. Выпекай кексы в духовке до золотисто-коричневого цвета. Backe die Muffins im Backofen, bis sie goldbraun sind. Ты должен выпекать кексы в духовке до золотисто-коричневого цвета. Du musst die Muffins im Backofen backen, bis sie goldbraun sind. Друзья, спасибо за просмотр, лайки и подписку. Напишите в комментариях «люблю вкусняшки», и мы подумаем с Петером записать нам следующее видео в таком формате. Я прощаюсь с вами, всего доброго и до следующих уроков.